Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, heute haben wir noch was zu tun. Unsere Kinder müssen, also zumindest der Tuvok muss Hausaufgaben machen. Du hast eigentlich genug Spaß, du könntest... Nein, Pferd. Ah, ich dachte schon, das wollte jetzt schon wieder irgendwo rein. Am besten ist es, du gehst mal aufs Töpfchen. Du könntest mal reinkommen und vielleicht mal schaukeln und abwarten, bis du diesen Vampir einladen kannst, weil es wird langsam Zeit, dass wir uns mal darum kümmern. Hart arbeiten. Hart arbeiten. Ja, ich komme gleich rüber. Hart arbeiten. Oh Mann, ich hoffe... Deine Hausaufgaben kriegst du bestimmt bis dahin nicht fertig, oder? Oh, was ist denn mit dem Spiel los? Also das kapiere ich manchmal nicht. Ich dachte eigentlich, der Putzi kommt vorbei. Da ist er. Ja, könntest du den mal nach drinnen einladen? Ich hätte ihn ja gerne nach drinnen eingeladen. Du wirst hart arbeiten, Junge. So, ich hoffe, das funktioniert. Geht mal rein. Ach, machen Sie es im Iglo noch schneller. Oh Mann, dein Ernst jetzt? Oh, super gemacht. Okay, dann halt eben noch nicht. Dann heute Abend. Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Dann wach doch mal auf, du.
Also die schlafen bis in die Pötte. Ich meine. Boah, Mann. Jetzt achte doch mal auf dich. Projekt. Arbeiter am Standort. Ja, okay. Wir tun ja alles, um die Noten zu verbessern. Begib dich nach Frankreich. Geht nicht. Haut er einfach ab. Es hätte doch jetzt... Heißt... Einfach... Irni. Lies Brillanz, genau. Wir müssen uns echt ranhalten, Mann. Sehr schön. So. Dann gehst du aufs Klo. Der Kleine kann hier eigentlich noch ein bisschen rumspielen. Sehr gut. Gut, gut. Oh Mann, hör doch mal auf, mit deinem scheiß Spielzeug zu spielen. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Wir müssen hart trainieren. So, jetzt gucke ich mir mal das hier an. Du musst jetzt keine Hausaufgaben machen. Du kannst jetzt mal ein bisschen Fernsehen. Du machst Hausaufgaben. 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 Essen der besten Stadt geht mir am Arsch vorbei. Oh, meine Fresse. Also die Kinder sind im Arsch, würde ich mal fast sagen. Okay, geh mal hier schnell aufs Töpfchen. So, wir müssen sowieso noch Dinge erledigen. Gut, wenigstens hat er noch Bock vorbeizukommen. Was? Wieso? Du kommst jetzt gefälligst hier hin. Ich habe keine Zeit. Wieso ist der denn jetzt so scheiße? Was ist denn los? Warum ist denn jetzt alles was dazwischen gekommen? Oh, das darf nicht wahr sein. Nun lass mein Kind in Ruhe. Ich glaube, euch geht's zu gut.
gut, kann mich mal. Na, jetzt bring das Kind doch endlich mal. Oh, Pferd. Wie hast du das denn geschafft, hier hinzukommen? Ich habe für eure Scheiße eigentlich keine Zeit. Was habe ich denn überhaupt gemacht hier? Ich würde halt gerne noch ein Baby machen. Wieso denn nicht? Wieso lassen die mich denn jetzt im Stich? Oh Mann. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Das sind solche Trampel. So, du warst eigentlich mal auf. Und dann wachen die alle auf. Na gut, hier, schlaf einfach noch ein bisschen. Morgen früh ist er fällig. Oh Mann. Weißt du, das nervt mich halt einfach, wenn es halt nicht so läuft. Er ist 95 Kinder. Oder sind es erst 94? Ich glaube schon, ja. 6 Kinder fehlen noch. Da kann ich mich nicht einfach mit einem, ich habe jetzt keine besondere Lust drüber zu kommen, abspeisen. Abfinden. Das geht halt einfach nicht. Und was willst du denn hier? Warum wirst du denn bei mir in der Dusche duschen? Ja, dann kommen wir hier unten zum Frühstücken. Soll deine letzte Mahlzeit sein. Los, auf. Um 7 will ich den Putzi anrufen. Der Schneeflockentag. Nein, heute ist Schule.
Und die können mir das jetzt nicht antun, dass heute keine Schule ist. Ich glaube, ab 7 kann die doch erst zur Schule, oder? Wieso sagt ihr mir, dass ihr zur Schule gehen könnt? Oh Mann, wer braucht denn den Schneeflockentag? Komm bitte vorbei. Sag mal, was soll denn das? Mir ist das scheißegal. Wir treffen uns. Warum kommt denen immer was dazwischen? Das ist das Schlimmste, was wir jetzt machen können. So, und jetzt kommst du mit mir nach Hause. Adis Chichi, haben wir den schon? Ja, natürlich. Ich möchte doch nur ein Baby machen. Hier ist ein Iglo. Und jetzt brennt er schon wieder.
Oh Mann, weißt du, diese blöde faule Sau geht mir so auf den Sack. Der Winter ist scheiße. Was soll das denn jetzt? Lass dich doch nicht aufhalten. Ich muss jetzt dem Kind weiter das Laufen beibringen. Und dann müssen wir Geburtstag feiern, dann schmeiße ich den Tuvok raus. Ah ja, hier, guck mal. Damit der am nächsten Tag auch in die Schule gehen kann. Du bist doch auch hier. Irgendeiner muss jetzt mal Zeit haben von euch. Och Mann, wieso denn nicht? Mann, wir haben jetzt hier keine Zeit für deine Kuchenstücke. Frank-Werner Hunde, was will ich denn mit dem? Ach Mann. Was ist denn mit den Männern jetzt los? Ich muss ich schon wieder im Datingportal gucken. Bin ich echt abnormal. Bitte. Aus dem Weg. Mutti muss jetzt Online-Dating machen. Darf echt nicht wahr sein. Ich löschen wir mal. Der Mike Dennis, war der auch schon? Bestimmt. Dann kann ich das nicht. Er war doch bestimmt auch schon. Mike Dennis.
Los. Warum haben die denn alle keine Lust? Was haben wir denn heute? Liegt das irgendwie am Schneeflockentag oder was? Och Mann, Pferd, du gehst mir langsam auf den Sack. Oh, und ich habe überzogen. Okay, meine Lieben. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zugucken. Ja. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.